Hallo, liebste Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Granblue Fantasy von mir, dem Hube, hier auf HubeTube. Ihr habt's gehört, Taichou wollte schon fast zittern und bibbern vor Kälte und das sehr akustisch untermalt, wie ich finde. Wir springen also gleich mal rein. Holt euch wie immer etwas Leckeres zu trinken, was Kühles zu essen und habt vor allen Dingen ganz viel Spaß. Ah, unsere ganz mysteriöse Katzenlady. Hallo? Ah, verstehe. Das sah gerade witzig aus, wie sie dann einfach an uns vorbeigerannt ist. Okay, wieder Urgottheit, verstehe. Das heißt, wir machen uns mal bereit für einen Boss-Fighto. Es ist sehr strange, wie diese Mechanik hier funktioniert. Ein weiteres Tor, das uns den Weg versperrt. Bin mir sicher, Mäuschen macht das gleich auf. Feuer geht an, o Urgottheit, Bitterfrost. Sorry, irgendwie habe ich ein bisschen Hals. Schenk uns deine Gnade, führe uns durch das Tor. Oh, oh, oh. Ist jetzt eine lustige Körperhaltung. Okay, wir passen auf Mäuschen selbstverständlich auf. So, der Pfeilregen prasselt herab. Nein, nein, nein. Somit schon mal zwei gekillt. Harnischbruch, verpiss dich. Okay, die kommen ein bisschen zu langsam gefühlt. Ist auch hart übertrieben, aber gut. Ja, die haben halt nicht so die Handhabe da gerade gegen uns irgendwie da ranzukommen. Au. Ha, Stagger halt. Weg mit dir, du Schmutz. Oh, was? Ich wollte gerade sagen, Rainleaf hat einfach verfehlt. Zur Hölle. Alter. Diese Eisdinger sind auch wild. Hä? Nein. So. Ist halt Level 6 der Bratan. Ich weiß gar nicht, ob sie dadurch in irgendeiner Form beeinflusst wird in ihren Zaubern. Hoch da. Die geben halt 9-mal so viel Erfahrung wie die anderen. Alter. Ah, okay. Hin und wieder kommt dann doch mal einer so ein bisschen vorbei. Wie wenig wir halt nach wie vor drücken irgendwie. Ah, weil der kommt halt auch von der Seite. Du Sack. Das Blöde ist, wenn die sie angreifen, dann hört sie halt auf zu zaubern, was die Sache natürlich etwas verlängert. Ich warte jetzt hier. Die anderen kümmern sich doch schon ziemlich gut um den Rest irgendwie. Hier will mal so ein Rainleaf da rein. Ah, guck mal. Kann man sich jetzt nämlich um den kümmern, der sonst attackiert hätte. Nein, nein, nein. Lol, ein Stufenaufstieg durch diese Pleppo-Gegner. Das fühlt sich irgendwie traurig an. Das müssten es aber alle gewesen sein. Beschützt mich weiter, ja. What do we do the whole time? Oh. Na geil. Da habe ich wenigstens schön viele erwischt. Das Spiel hat halt kurz aufgehört. Harnischbruch halt nach wie vor einfach so stark. Ah,
Hat aber auch lange gedauert. Also jetzt mal im Ernst, Mäuschen. So, Level Up. Ach. Ihre Fähigkeiten stehen außer Frage. Ja. Okay. Danke. War jetzt wichtig für mein Selbstbewusstsein. Komm mit da. Dann wir hier einmal weiter. Oha. Das ist dann scheinbar the main stage. Der Schneesturm hat aufgehört. Ein schlechtes Omen. Wir müssen uns beeilen. Ha. Weißt du, überall auf der Welt, die Leute freuen sich, wenn ein Schneesturm zu Ende ist. Sie nicht mehr Schneeschwellen ins Face kriegen und hier... Ah, es ist ein schlechtes Omen. Ah, wirklich nochmal. Ich kann nur hoffen, dass das schneller geht, obwohl es größer ist. Schenke uns deine Gnade und führe uns durch das Tor der Abgeschiedenheit. Ja. Schlechte Game Mechanic. So, zweimal hintereinander so ein Kram ist ein bisschen. Hey, der Kleine hier will wohl Action. Ja. Dann Cringer Spruch Sarmione. Okay. Ja, dann komm mal her, Sarmione. Ah, der kann so kleine hinbrübbeln. Verstehe. Warum geben die denn jetzt 8? Ich meine, die sind halt leveltechnisch einfach schwächer. Okay. Das ist gut. Damit anzufangen ist schon mal sehr nice. Ja. Hauen da gleich mal richtig rein auf den Boy. So nämlich. Okay, wild. Ich glaube, den Pfeilregen sollte ich mal rausnehmen irgendwie. Okay. Wo hat er sich denn jetzt hingezaubert? Man weiß es nicht. Einfach verschwinden, der Boy. Oh nö, ich will doch nicht dahin. Jetzt ist er im Overdrive, okay, aber wo ist er? Ich verstehe es nicht. Wo ist er denn hin? Ach da! Ohne Witz nicht gesehen, ey. Aua, Alter, das hat ja richtig weh getan. Gletscher. Alter. Wow, und ich fange halt an zu heilen, während er gebreakt ist, ne? Schlau ist halt anders. Jetzt hat er sich wieder so weggeportet. Das ist ein bisschen ätzend. Vor allem, weil dann halt auch ganz blöd irgendwas anderes selektiert wird. Jetzt erscheint er aber wieder da unten, okay. Alter. Und wenn er dann hier unten ist, damit kann ich leben. Ganz viele von den kleinen Pennern. Damit ich tendenziell aber auch gut leben kann. Weil AOE-Damage. Alter. Oh lol, Gletscher, nicht gut, gar nicht gut. Alter. Was halt ein bisschen ätzend ist, sind dann diese kleinen Laserpenner, die noch nebenbei attackieren.
Diese Wasserwirbel da. Die hier. Mal weg mit den Schmutzigen hier. Gut, jetzt hat er die richtig harten abgekriegt. Alter. Das ist halt wirklich... Oh, sehr gut. Okay, was war jetzt los? Die fortwiderliche Ausgeburt. Okay. Also, wahrscheinlich hätten wir ihn schon besiegen können. Der Linkangriff wäre jetzt als nächstes gekommen. Es wäre eine Schande, jetzt aufzuhören. Ich war wohl einfach zu langsam. Aber der Kampf hat mich auch genervt. Bitterfrostaltar. Einfach, weil ich ständig vereist wurde. I was not good. Siegel verbessern, Waffen verbessern. Wir gucken mal. Ich glaube, die sind ja aber schon alle auf irgendwie Level 10 und viel höher komme ich mit denen nicht. Also bei ihr. Rackham vielleicht, das wäre ganz gut. So, ah, guck mal, bei ihm komme ich sogar höher. Das hätte mir einiges erspart, glaube ich. Alter. Nicht genug Rupien. Ach ja, oh Mann, dieses Rupienproblem immer. Wo kriege ich denn die scheiß Rupien immer her? Alter, ist das teuer. Wie viel komme ich denn hoch? Naja, immerhin. Verbessern. Success. Oh, ich würde einfach gern Sachen verkaufen, um dann Rupien zu kriegen, ey. Was ein Code. Verkaufen. Da, Gegenstände für Rupien verkaufen, da ist es doch. Na, geht doch. So, sind bestimmt auch irgendwelche Cheat-Dinger gewesen. Ja, guck mal, hier könnte man den ganzen Schund verkaufen. Was ich jetzt aber erstmal wieder nicht brauche, weil wir haben ja gerade durch unsere Dingsenbumsen doch eine ganze Menge gekriegt. So. Und dann sind das jetzt auch Kosten, die können wir easy peasy tragen. Nein. Rosetta aber nochmal. Limit erhöhen. Nicht genug Schätze. Wir haben kein Refinium mehr. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Könnte man hier denn? Hochwertiges haben wir leider auch nicht. Ja, doof. Bei den Siegeln... Fehlt eine Greifenfeder. Wahrscheinlich ist das das Einzige, was wir machen können. Ja, fehlt auch eine Greifenfeder. Wo auch immer man diese lustigen Greifenfedern herkriegt. Ja, gut. Na, gut. Zum Glück habe ich halt ein bisschen mehr Zeit mitgebracht. Das fühlt sich nämlich so an, als würden wir jetzt gleich nochmal einen Bossfight haben. Was ist das nicht? Lyria? Oh, da ist ja tatsächlich das Schiff. Oh. Ist sie verzaubert? Ist sie manipuliert? Ist sie verhext? Ah, es wäre so heftig, wenn sie jetzt gegen uns kämpfen würde, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Kann sie uns hören? Hey, Lyri... Bumm. Jupp. Was ist los, Lyria? Ah, Halsband. Ah, Protum Bahamut. Ja, moin. Halt! Ja, da kommen wir nicht an gegen. Er allein hat uns ja schon weggenascht. Wenn jetzt Lyri auch noch auf ihrer Seite kämpft. Noch ein Feind. Heieiei. Du Schuft. Was hast du mit Lyria gemacht? Antworte!
Ach, die zweite Runde. Ich würde mich an eurer Stelle nicht einmischen. Lyria bleibt bei mir. Alter. Okay, dem Harnespruch widersteht er. Alter. Alter. Er macht halt sehr ausschweifende Angriffe, die man tendenziell eigentlich ganz gut ausweichen kann. Auch bei sowas halt. Alter. Alter. Ich wollte witzigerweise auch gerade heilen. Koi. Ah. Du weißt ja noch gleich von vornherein, wo er hinspringt und sowas, ne? Das sieht halt mehr oder weniger auch nicht juckt, glaube ich. Mudada. Ja, lol. Wir haben ihn zwar gleich gebreakt, aber... Ich denke nicht, dass das auch nur im Ansatz was bringen wird. Ja. Alter. Tu es, Lyria. Ja. Presche hervor. Wolf des Eisnebels. Managarm. Das heißt, sie wird jetzt dazu gezwungen, die Dinger immer zu beschwören. Aber das konnte die andere doch offensichtlich auch, sonst hätten wir nicht gegen Furkan gekämpft. Also, so richtig weiß ich noch nicht, was ihre Bestimmung da ist. Komm wieder her. Ja, jetzt kommt der nächste Boss. Okay, drei Bosse in einer Folge. Weil ich gerne Folgen nach Bossen benenne, wird das jetzt schwierig für mich. Oh, krass. Er hat ein bisschen was von so einem Fenrir mit Schwertnase. Ich werde diesen Sturm aufhalten. Managarm. Okay. Alter. Harnisch ist gebrochen. Wow. Alter. Muss ein bisschen vorsichtiger kämpfen, habe ich für mich gerade festgestellt. Rain lief so ein Treffer in die Dings. Okay, wild. Oh, lol. Okay. Wilde Eisdinger hier. Ah, dann alleine, wenn du drauf trittst, hast du Frostbeulen. Lol. Okay. He got a bit bigger. Was soll ich sagen? Alter. Okay. War ihr auch gerade völlig egal, wie sie da stand. Abwehr ging runter.
Wir haben ihn gebreakt, endlich. Ja, ich habe aber, glaube ich, keinen leider. Er wird richtig gut drücken, glaube ich. Boah, aber schau mal, ey. Wir haben ihm noch nicht viel Damage gemacht und der Kampf ist schon ziemlich lange am Walten hier. Boah. Er ist halt gerade echt Panzermodus, leider. Jetzt hätten wir ihn wahrscheinlich attackieren müssen. Schwelle des Todes. Okay. Letztes Ass im Ärmel. Der hat noch 50% seiner Dings, ey. LOL. LOL. Okay. We are fucking dead. Okay. LOL. Okay. Alter, ich habe keine Ahnung, wie wir das hätten überleben sollen, ne? Wenn wir nicht unseren Dings gehabt hätten. Heilst du auch mal? Okay, wir sind wieder geheilt. Alter. Der ist ja nur unangenehm, ey. Link Time wird ausgelöst, wenn 100% ist. Während der Link Time ist der Gegner langsamer und du erhältst diverse Stärkungen. Okay. Wichtig. Okay, diese Link Time war gerade extrem wichtig. Es geht ja leider wieder in den Overdrive, der Boy. Ich lerne so langsam, viel zu langsam, mich auf ihn einzugrooven. Okay, ja, shit, ey. Silberwolf-Eruption, jetzt kommt wieder so ein Scheißdreck. Schön einmal im Zicke-Zacke rumlaufen. Wieder sein letzter Feger. Hinter dem Ding verstecken. Naja, nicht direkt angreifen, weiß ich jetzt nicht. Schon wieder zerstört, das Ding. Ah, jetzt haben wir diese blöde Schwelle des Todes. Ah, es klappt leider schon so ein bisschen bei mir. Ja, das Blöde ist halt, man muss dann wirklich an ganz unterschiedliche Orte rennen. Da ist jemand kritisch. Oh, wow. Okay.
Wieder jemanden, der kritisch ist. Ja, geil. Okay, Alter. Ich mach ihm halt auch gefühlt viel zu wenig Damage. Ah, finally, ey. So, jetzt nochmal richtig draufhauen. Das dürfte es dann aber auch gewesen sein. Oh. Na, wobei. Hm. Richtig. Und jetzt nochmal richtig drauf. And he dead. Boah, richtig schwere Geburt, heilige. Ehrensiegel, dies, das, jenes. Also da habe ich uns ein, zwei Mal schon Game Over gesehen, wo wir auch nochmal diesen Spell hätten oder diesen Wiederbelebungsgedöns. Ah, ich performe in den Kämpfen noch nicht annähernd so, wie ich es gerne würde. Ich sag euch, wie es ist. Ich muss noch ein bisschen leveln oder so. Hallo, ist da jemand? Es ist nur behelfsmäßig, aber ich habe das Schiff repariert, damit es wieder fliegen kann. Oh, super. Du klingst nicht sehr glücklich. Ist etwas passiert? Die Avia sind entkommen. Haltet durch, ich komme und hole euch. Danke. Hupe. Danke, Herr Sanchoja, Captain, aber ihr wisst schon. Ich verstehe, das ist nicht einfach. Es war ein klägliches Resultat und das trotz meiner Anwesenheit. Nein, sogar ich nahm an, dass sie die Astral, ich meine die Urgottheit, nicht kontrollieren könnten. Und dann ist da noch Lyrias seltsames Verhalten. Ihre Augen waren leer, als wäre ihre Seele eingesperrt. Außerdem gefiel mir dieses seltsame Ding um ihren Hals nicht. Wie, ein Halsband? Könnte es sein? Könnte was sein, Roland? Ist das ein Hinweis? Möglich. Nur eine Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe. Es klingt so, als würden die Avia ein verbotenes Hilfsmittel benutzen. Ein was? Das Seelensiegel. Ein Gerät, das den Willen einer Person ausblendet und so Manipulationen ermöglicht. Aufgrund seiner unmenschlichen Eigenschaft wurde der Gebrauch eines solchen Gegenstandes angeblich verboten. Wenn diese Fanatiker so etwas verwenden, dann sind sie schlimmer als Abfall. Können wir das verfluchte Ding nicht einfach kaputt schlagen? Ich rate davon ab, es mit Gewalt zu zerstören. Das würde Lyrias Leben in Gefahr bringen. Bah, ich dachte mir schon, dass es nicht so einfach werden würde. Was, wenn wir seine Kräfte aufheben? Ich habe einen Kontakt in Saatholm, der seine Kuriositäten kennt. Ich wette, er könnte uns mehr erzählen. Du willst die Familie Satba fragen? Informanten kooperieren nicht gratis. Hey, ganz tief drin hat er ein Herz aus Gold. Es wird funktionieren. Hm. Hoffentlich. Danke nochmals, Roland. Ohne dich wären wir in einer ausweglosen Situation. Ich helfe immer gern. Vergiss nicht, wenn Reparaturheinz an Bord ist, ist nichts unmöglich. Kann man wohl sagen, die Grand Cipher zu reparieren, während sie auf einem eisigen Berg festsitzt? Wow. Leider habe ich eine Ausbesserung vorgenommen. Was sie wirklich braucht, ist ein Service in Saatholm. Und in diesem Sinne sage ich, schwingen wir uns in die Lüfte. Ich zeige euch den Weg. Historiathan, die mysteriöse Aufseherin des Melose-Klosters. So, so, so. Route nach Saatholm. Alter, Katalina hat sogar zwei Level bekommen. Unfassbar. Weiß nicht, ob sie den finalen Schlag gemacht hat, aber das ist schon strong. Ein Stärkesplitter. Und dann... wollen wir doch mal gucken. Achso, kann ich hier eigentlich speichern? Ich kann hier speichern. Ja, dann mache ich das mal. So nämlich. Dann können wir hier mal einen kleinen Cut machen.
Dann muss ich keine zwei Folgen draus machen. Vielen Dank fürs Zusehen wie immer, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War eine sehr intensive Folge. Ich finde, es ist viel passiert. 3 Bossfights und so. Zack, zack, zack. Geschichte hat einen Sprung gemacht. Wow. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut bis dahin rein. Ciao.